Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plänenkurser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich präsentiere dir heute Temple of the Sun aus dem Steam Workshop. Download-Link findest du natürlich, wie immer, in der Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze von Combat Wombat, hat aktuell 4 Sterne von 96 Bewertern und wurde am 6. Januar 2017 hochgeladen. So, Combat Wombat ist ja mittlerweile kein Unbekannter mehr auf diesem Kanal, auch in der Plänenkurser-Szene. Und es ist immer eine Freude, von ihm die Bahn zu präsentieren, wie so von vielen. Und die haben sich ja mittlerweile einen Namen gemacht. Und wenn du dann den Namen liest, weißt du, das ist ein Garant für gute Bahn. Aber man möchte nicht voreingenommen in diese Bahnpräsentation gehen. Also wir versuchen das so neutral wie möglich zu begutachten, ja? Und ich drücke jetzt einfach mal auf Play und sag: Wow, oh mein Gott, ist die beste Bahn. Na okay, wir versuchen neutral zu bleiben. Okay, es ist auf jeden Fall, ich habe die Screenshots gesehen. Anhand der Screenshots orientiere ich mich ja immer und sage, ja, die könnte ich präsentieren, die könnte ich nicht präsentieren. Und anhand dieser Screenshots habe ich definitiv beschlossen, die werde ich präsentieren. Was ich ein bisschen kurios finde, ist, dass hier zwei verschiedene Farben genommen wurden. Guck mal hier, du hast hier Gold und Kupfer und dann hier so Blau. Das verstehe ich noch nicht, das ganze Prinzip, aber wir werden da vielleicht gleich mal hinterblicken. Ansonsten sieht das hier sehr nach Adventure Pack mäßig aus. Ich glaube, dass hier sehr viel mit dem Adventure Pack gearbeitet wurde und ich bin mal gleich echt auf die Fahrt gespannt, weil es ist ein Hypercoaster und wir haben da, glaube ich, noch nicht so viele von präsentiert und gefahren. Und da bin ich gleich mal echt gespannt. Sowas finde ich auch geil, ne? Wie der Baum dann hier mit den Wurzeln über diesen Betonklotz oder Sandsteinklotz, ich weiß nicht genau, welches Material hier verwendet wurde, herausragt. Finde ich schon sehr geil. Dann haben wir hier natürlich, fahren wir unterm Tunnel. Der hat an mich gedacht. Sehr gut. Wenn jetzt noch Algen im Spiel sind, ist das mindestens eine 5-Sterne-Bahn. Wenn nicht sogar mehr, dann werde ich die Kategorie ein bisschen höher setzen. So neutral wie möglich. So, dann gucken wir weiter. Dann haben wir hier Engelsflügel. Ne? Sieht auch gut aus. Hier wieder sehr viele Wurzeln. Das gefällt mir echt gut, dass durch dieses, ich nenne das jetzt einfach mal Sandstein. Ich weiß nicht genau, welches Material das ist. Dass da die Wurzeln so rauskommen, dann da oben die Bäume wuchern mit so ein bisschen Grün und alles. Finde ich sehr gut. Finde ich echt gut. Dann haben wir hier wieder verschiedene Materialien, wie beispielsweise ein Sandstein. Dann haben wir hier Felsen. Und jede Menge Grün und Lianen, aber keinen Seetang. Wir haben keinen Seetang. Okay, Minuspunkte. Aber es sieht gut aus. Es sieht schon mal sehr gut aus. Aha! Es gab mal von welchem Ravensburger, glaube ich, oder so. Gab es mal, ich hatte in meiner Kindheit so ein Spiel, da musstest du da musstest du halt würfeln und laufen und dann musstest du versuchen, so ein kleines Plastikschwert, das war gold angemalt, musstest du dann versuchen zu kriegen und mit diesem Plastikschwert musstest du dann zu so einer Götze, also nicht Mario-Götze, sondern einen normalen Götze und dann hast du drauf das Schwert da reingesteckt und dann kam, wenn du Glück hattest, so ein Diamant raus. Das erinnert mich gerade voll daran. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Das ist gerade echt so ein Zurück in die Vergangenheit. Krass. Das war auch so ähnlich in dieser Thematisierung das Spiel gehalten. Ich weiß aber nicht mehr wieder. Die Jagd nach dem blutroten Rubin, kann das sein? Vielleicht kennt der ein oder andere das. Ist auf jeden Fall sehr geil gewesen. Du musstest auch über Brücken, ich wollte eigentlich auf die Bahn eingehen jetzt, aber jetzt erzähl ich kurz. Du musstest dann über so Brücken, also aufgemalte Brücken, ne, laufen und boah, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Aber es war auf jeden Fall sehr geil. So, halt, das war, ich glaube, mein erstes Spiel, was nicht so flach war. Ne? Die meisten Spiele, sagen wir jetzt mal beispielsweise, ich weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Ne? Mensch, ärgere dich nicht, hast ja das komplette Spielfeld aufgemalt. Ne? Du hast nur die Figuren, die oben rausgucken. Und das war, glaube ich, mein erstes Spiel, was so ein bisschen nach oben ging. Also so ein bisschen Dreidimensionalität verlieh. Und zwar diese Götze. Ne? Und dann das Schwert, was du dann noch gekriegt hast, so ein Item, da war schon Looten. Also war eigentlich in meiner Kindheit schon vorgesehen, was ich heute mache. Krass. Okay, alles klar. Wir gucken weiter. Dann haben wir, ich wollte eigentlich auf die Bahn eingehen, aber das war jetzt gerade so voll der Flashback. Dann haben wir hier so ein Gesicht, was ein bisschen rausguckt. Das sieht aber eher traurig aus. Okay, weißt du, an was die mich erinnern? In Efteling. Ne, da hast du ja auch so Figuren, die dann da irgendwie sitzen und die sagen dann immer, Papier hier, Papier hier. Und dann, wenn du was reingeworfen hast,
Thank you, Will. Und dann wieder. Papier hier. Papier hier. Und dann wieder. Thank you, Will. Fand ich immer voll geil. Da habe ich so viele Taschentücher immer reingeschmissen. Das war Wahnsinn. Heute noch. Heute noch. Okay. Ich würde sagen, die Bahn sieht schon mal sehr gut aus. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ja. Wir gehen einfach mal rein. Kein Problem. Wir müssten entweder über die Felsen hier klettern. Ich hatte gedacht, man könnte da hinten irgendwie rum, aber ist nicht so. Vielleicht ist hier der Eingang. Ach, das ist so ein Arschloch-Eingang, weißt du? Du gehst hier rein, ne, und denkst, ah, guck mal, da vorne ist der Eingang, ne? Gibt's bei manchen Attraktionen. Denkst du, ah, da ist der Eingang. Und dann lass du erstmal 500.000 Kilometer nochmal. Das ist so. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Du läufst, also du stehst in der Warteschlange. Ich glaube, Efteling. Oder Europapark in der Wasserachterbahn. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Du stehst in der Warteschlange und dann, ich sag mal so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann siehst du die Station und denkst dir, ah, gleich geschafft. Und dann läufst du nochmal eine halbe Stunde. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Park das war und welche Attraktion. Ich weiß nur, es war voll der Fail. So, Prioritätenpass haben wir nicht. Was machen wir denn jetzt? Wie verbleiben wir denn jetzt hier? Müssen wir jetzt tatsächlich den Prioritätenpass... Nee, dann müssen wir hier rum. Aha! Prioritätenpass darf direkt durch den Dschungel. Wir müssen außen rum. Zweiklassengesellschaft. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rein. Genau. Und dann hier durch den Tunnel. Dann an den goldenen Statuen vorbei. Ich bin echt gleich mal gespannt. Vor allem, der ist hoch, ne? Goliath in... Ich wollte gerade sagen Six Flags. Walibi Holland, ist das auch ein Gigacoaster? Ich glaube schon, ne? Hypercoaster? Oder ist das ein Gigacoaster? Weiß das jetzt nicht genau. Aber der war cool. Den bin ich echt gern gefahren. Ja, jetzt muss ich hier vorbei, sonst, ne? Das juckt ein bisschen. Ist eine Yucca-Palme. Und dann müssen wir hier rum. Und dann sind wir am Eingang. Geil! Bevor du reingehst, ne? Ich kenne die Zeremonie. Du musst hier einmal dran lecken, dann bringt das Glück. Das ist so ein Leck-Glückstein. Kennt jeder. So, und dann gehst du hier rum und dann sind wir schon am Eingang. So, und dann würde ich sagen, fahren wir das Ding einmal im Hellen, einmal im Dunkeln, ne? Und schauen uns die Fahrt mal gemeinsam jetzt an. Wie immer werde ich versuchen, ich versuche mich ja immer noch zu bessern, bei beiden Fahrten ein bisschen zu reden, was ich gerade so bemerkt habe. Und mein Auge juckt. Ich glaube, mir ist gerade eine Fliege da reingeflogen, hier während der Fahrt. Deswegen musste in der Ferrari World auch eine Schutzbrille vorne aufziehen, damit keine Fliege da reinfliegt. Okay. Ich verstehe das noch nicht mit diesen zwei Farbenkomponenten hier. Ich hatte übrigens vorhin aus Versehen bemerkt, das war wirklich zufällig, es ist genau 4000 Teile für den einen oder anderen, der es wissen möchte. Ich gucke da eigentlich nicht immer drauf, aber das war jetzt wirklich Zufall vorhin. Aha! Diese Statue wurde als Stütze umfunktioniert. Cool! Die Fahrt ist aber sehr geschmeidig, ne? Fällt mir sehr gut. Schön durch, nochmal durch so einen Tunnel. Cool! Gefällt mir echt gut. Ach, mein Auge, ey. Das wird gerade trocken, glaube ich. So. Ah, der hat echt Spaß bei der Arbeit. Guck mal hier. Ja, Mann! Ihr schafft das schon! Ihr kommt an! Ihr seid die Besten! So. Aussteigen. Stopp. Rauszoomen. Nachtmodus. So. Die Fahrt an sich fand ich sehr cool. Die fand ich echt geschmeidig. Die würde ich echt... Also im reellen Leben würde ich die tatsächlich fahren. Ehrlich. Hier siehst du das auch wieder. Das wurde als Stütze umfunktioniert. Aber ich verstehe das immer noch nicht mit diesen zwei Farben. Gut. Die ganze Stütze hier wurde als Gold, ne, verkleidet. Okay, kann ich ja verstehen. Aber dann hätte ich hier auch, weiß nicht, dann hätte ich hier auch blau gelassen. Das soll ja so aussehen, als ob der Kettenlift von denen gehalten wird. Ne, sieht auch gut aus, gar keine Frage. Aber... Irgendwie finde ich dieses Zwei-Lachs-System nicht passend. Also nicht so passend hier jetzt in dem Fall.
So prinzipiell habe ich nichts dagegen. Ne? Von mir aus kann das auch 10 Farben haben, die Bahn. Aber hier ist das auch wieder. Es wurde konsequent umgesetzt. Da auch wieder. Überall, wo ein bisschen höher war. Überall, wo diese Stützen sind. Aber wenn dann, also wenn, Extremfall, ne, dann würde ich die Stützen komplett durchziehen, durch die ganze Bahn. Ne, das hier überall, wirklich, die ist zwar Mörderarbeit und du bist bei 4000 Teilen schon. Ich weiß, es ist nicht realisierbar, aber dann hätte ich die komplett durchgezogen. Genauso hier. Die hätte ich auch verkleidet dann. Beispielsweise. Oder komplett weggelassen. Oder nur am höchsten Punkt. Also je nachdem. Aber es sieht so aus, wie, als wenn mir das Gold gerade ausgegangen ist. Ne? Du siehst hier, ich habe hier Gold, ne? Hier überall Gold, schön. Und ab da ist dann kein Gold mehr da gewesen. Vor allem, warum geht das Kupfer bis hier? Guck mal, ich meine, okay, das ist ein Schienenteil, kann ich ja verstehen. Das geht irgendwie bis hier wahrscheinlich oder so. Aber guck mal hier, hast du Kupfer, ne? Oder Goldfarben soll das ja sein. Und dann geht das hier ins Blaue und hier hast du, ne, siehst ja, hier unten hast du Gold, hier hast du Gold, aber hier hast du Blau und hier hast du Kupfer. Also, es sieht nicht ganz stimmig aus, finde ich. So, wir fahren aber einmal damit. Testen, gucken, fahren, los. Hat er wieder so Spaß bei der Arbeit? Jawohl, tschö! Und ich fahre, fahre, fahre zum Sternenhimmel. Mit den Händen am Bügel. So. Okay. Hier fährst du einmal durch den Tunnel oder beziehungsweise durch so eine kleine angedachte Höhle, finde ich gut. Hier die Kurve finde ich geil, ne? Weil du so echt schräg liegst und in einer relativ hohen Geschwindigkeit da durchfährst. Die ganze Bahn fährt sehr, sehr sanft. Und gefällt mir auch. Hier ist halt auch wieder mit diesem Kupfer. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Vielleicht bin ich da. Oder ich hätte die ganze Bahn in Kupfer gemacht. Ne, das gar kein Blau gewesen wäre. Hätte ich dann vielleicht so gemacht. Vielleicht wäre das dann nicht so krass aufgefallen mit den Stützen. Mit diesen goldenen Stützen. Ich weiß nicht. Irgendwie stört mich das so ein bisschen. Kann da nicht für. So, hier fährst du auch nochmal durch so einen kleinen Steintunnel. Und das war's dann. Oder Steinunterführung. Und dann sind wir schon da. Cool. Vor allem hier ist dann wieder lila. Hast du gesehen? Warte mal, ich guck mir das nochmal an. Entschuldigung, halt mal kurz an. Ich muss mal kurz gucken. Ist das grün? Ja, grün okay, aber ich hätte ein dunkleres Grün genommen. Kannst du ja einfärben. Irgendwie ist die Farbwahl irgendwie misslungen, glaube ich. Die Bahn hat echt Potenzial, aber das ist jetzt gerade wieder beim. Boah, geile Kameraperspektive. Aber irgendwie, hier auch, dieses Element finde ich saugeil, ne? Wie du dann da durchfährst und hier vom Optischen allein schon, finde ich das sehr, sehr cool. Aber irgendwie gefällt mir die Farbwahl nicht. Also, entweder komplett blau oder komplett kupfergoldfarbig. Ne? Und wenn, dann hätte ich das auch bei den Waggons durchgezogen. Bei den Zügen. Irgendwie fehlt mir da was. Ich weiß nicht, ich kann. Ist so. Aber es ist eine gute Bahn. Es ist wirklich eine gute Bahn, die ist gut thematisiert. Die hat keine Schnitzer drin, außer halt die Farbgebung. Aber das sei jetzt erstmal dahingestellt. Auch hier, irgendwie ist das so. Irgendwie so. Gefällt mir nicht so. Aber ist immer nur meine persönliche Meinung. Ich gebe der Bahn, aber ich will mich jetzt nicht so dran hochziehen an der Farbgebung. Aber ich gebe der Bahn 4 Sterne. Weil irgendwie, das stört mich echt gerade tierisch. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil da so ein kräftiges Blau genommen wurde. Oder ein Grün. Einen dunklen Grünton hätte es auch getan. Ich meine, ich bin auch keiner, der seine Bahnen unbedingt umlackiert oder umfärbt, ne? Aber es wurde ja hier schon umgefärbt, ne? Hier, das. Ich glaube, das wäre gar nicht so aufgefallen, wenn hier auch blau gewesen wäre. Also die komplette Bahn in blau. Ich glaube, dann wäre das gar nicht so krass aufgefallen. Aber diese zwei Farbenkomponenten ist nicht meins. Ich gebe der Bahn 4 Sterne. Ja. Wenn du anderer Meinung bist, darfst du mir das natürlich gerne in Kommentare schreiben. Und oder hier oben irgendwo auf ein i klicken. Da kannst du meiner Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.